Der Skoda Superb ist jetzt zerlegt, ist alles freigelegt worden. Wir haben auch ein Stück vom Auspuff abgemacht. Kam schon wieder einiges zum Vorschein. Aber jetzt können wir hier auf jeden Fall eine lückenlose Konservierung durchführen. Bremsleitungen sehen noch gut aus. Hohlräume müssen wir rein. Gucken wir uns das gleich an, wie das da drin ausschaut. Hier ist nur ein Blech. Das werden wir auch nochmal machen. Weil er ja doch schon einige Korrosionsschäden auch an der Karosserie hat. Also die beiden Teile, die müssen neu, weil dahinter sitzt ja dann direkt die Feder. Und hier sind sie schon angerostet oder weggerostet zum Teil. Die kann ich so nicht lassen. Deswegen werden die neu gemacht. Also hier muss ich jetzt nochmal dazwischen klappern. Wie man sieht, haben wir die Bremsscheiben und die Bremssättel abgebaut. Auch die Schutzbleche hinter diesen Bremsen. Und das ist ja der eigentliche Grund, weil da kann sich auch Korrosion verbergen. Gerade diese Schutzscheiben, die verbergen sehr, sehr oft Rostansätze.
Ich habe auch schon zum Teil bei manchen Fahrzeugen die erneuert oder erneuern müssen, weil die schon so angerostet oder durchgerostet waren, dass das halt keinen Sinn mehr gemacht hat, die dann nochmal zu verwenden. Aber so kommt man wirklich genau hinten an diese kleinen Stellen dran und kann dann wirklich eine durchgängige und eine komplette Korrosionsschutzschicht aufbauen. Also entgegen den Erwartungen waren die Hohlräume sehr gut in Zustand. Also da hat man so gut wie keinen Rost gefunden. Ein bisschen verschmutzt logischerweise nach 11 Jahren. Aber so waren die wirklich in einem super Zustand. Und das hat sich dann auf jeden Fall gelohnt. Die hatten auch schon eine gewisse Korrosionsschutzschicht drinne. Natürlich jetzt noch nicht so vollständig. Und man sieht das nachher schön, wir haben das dann nochmal abgefilmt, wie wir das versiegelt haben. Aber die waren wirklich in einem sehr guten Zustand. Sagen wollte zu dem Roststoppprimer. Der Roststoppprimer, weil hier sieht das immer noch so aus, als würde man da einfach über den Rost sprühen. Das ist von den Lichtverhältnissen sieht das halt noch sehr rostig aus, aber das ist wirklich nur eine raue, offenporige Oberfläche. Und der Roststoppprimer, das ist ein so geniales Mittel, dass diesen restlich vorhandenen Rost, der da jetzt natürlich unweigerlich noch drin ist, entsprechend umwandelt, und man kann danach auch, das hatte ich nämlich auch schon mal ausprobiert, einfach mal das runterbürsten, und was man da unten drunter sieht, also das ist schon echt fantastisch, da ist kein Rost mehr, nichts mehr zu sehen. Das ist echt eine super Sache.
sieht man halt schön den Materialauftrag mit der Airless-Pumpe. Da wird mit sehr, sehr hohem Druck das Material auf den Untergrund aufgetragen. Das gibt dann eine gleichmäßige, durchgängige Schicht, ohne dass da Luft oder irgendwas mit dabei ist, weil nur das Material mit sehr hohem Druck da durchgedrückt wird. Also es ist schon eine sehr, sehr super Sache und auch eine klasse Arbeitserleichterung mit dieser Pumpe. Hier das fast fertige Ergebnis. Fast fertig deswegen, weil natürlich der Auspuff noch nicht dran ist. Auch hier eine kleine Besonderheit, die wir in der Firma machen. Wir bauen den Auspuff ab und natürlich die unten drunter liegenden Bleche auch. Damit gewährleisten wir natürlich wirklich eine komplette durchgängige Beschichtung des Unterbodens. Weil wenn die Bleche nicht abgebaut werden, kommt man ja so nicht dahinter. Das einzige Blech, was halt drauf bleibt, das ist das Hitzeschutzblech am Tank. Der ist aus Kunststoff. Wenn der das natürlich nicht wäre, würde der Tank auch mit versiegelt. Aber damit haben wir den Unterboden wirklich komplett durchgängig versiegelt, auch unter den Blechen. Gerade auch an den Befestigungspunkten, da kann hier oder da das Rost ein Rostpunkt sein. Und B, haben wir den Auspuff direkt vor uns, können den bearbeiten und auch entsprechend versiegeln, der dann natürlich auch schon ein paar Jahre länger hält. Ja, also ich bin der Meinung, das ist wieder ein sehr, sehr gutes Ergebnis geworden. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass dieser Scooter noch sehr, sehr lange leben wird. Und der Besitzer ist auch sehr zufrieden. Das ist auf jeden Fall das, was uns den Ansporn und den Antrieb gibt, dieses immer weiter zu machen. Ich sage Dankeschön fürs Reinklicken, danke fürs Zuschauen, danke für die Abos, die Likes. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.